Ein kleiner Krabbelkäfer. Ein kleiner Krabbelkrebs. Diese Musik, so schön und auch so traurig. Ich muss Chloe nur im Rollstuhl sehen und es schmerzt. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. So, Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. Kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. Oh, yeah. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Mittlerweile. None taken. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Ja, das Wasser. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a drink up, Buttercup? Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Super Max. Doch. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. I know this is a dumb question, but are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Noch nicht. Wow. Klar, es gibt immer wieder Momente, auch jetzt in den letzten Minuten, da muss man einfach nur schmunzeln. Aber mir laufen hier durchgehend die Tränen. Ja, ich weiß, was kommt. Aber Chloe einfach so zu sehen, das schmerzt gewaltig. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. Das tut so unglaublich weh. Und das wird sich, denke ich, nie ändern, weil es halt einfach Max und Chloe sind, wenn es um die beiden geht. Dann nimmt mich das mit, in jeglicher Hinsicht, ob jetzt lachend oder weinend. Das habe ich so halt einfach noch nie erlebt. Dass mich das so tangiert. In so einem Abenteuer, man könnte jetzt Videospiel sagen. Aber ich hab's nicht vergessen, bloß. Blieb bisher noch nicht wirklich die Zeit. So spät habe ich es, glaube ich, noch nie gesagt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange. Selbst wenn ich versuchen wollen würde, hier einfach mich zusammenzureißen. Es geht einfach nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Und mir war es wichtig, Chloe diesmal nicht so leiden zu lassen. Mit Wasser. Wasser. Noch gar nicht geguckt. Kannst du in die Zukunft gucken, Chloe? Gar nicht geschnüffelt. Hot Dog Man. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Hier ist blau. Chloe mag blau. Deckenkontrolle 1A. Schneereh. That's a serious heat lamp. My room sure looks different now, huh? It does, but it's still you. Ich habe nie mit Rachel Amber gesprochen. Ich habe bloß aus den Nachrichten von ihr gehört. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Das sagt sich auch jetzt so einfach, aber allen voran im Straßenverkehr immer aufpassen. Allein schon für einen selbst aufpassen, aber auch aufpassen, dass man nicht anderen das Leben versaut. I can't wait to watch a movie with you. The DVDs are near the TV. Ja, noch weit weg. Wir gehen. Wir gehen im Uhrzeigersinn, Chloe. Also dauert es noch lange. Du kannst anderen das Leben versauen. Entweder jemanden, der sehr wichtig ist, nehmen oder einfach eine Person. Also klar, wenn du einer Person Schaden zufügst, dann leidet immer jemand darunter. Die Person selbst. Und je nachdem, wie viele enge Bekannte oder aus der Familie, die leiden dann auch darunter. Der Fahrer, der Chloe abgedrängt hat, der hat ja nicht nur ihr Leben zerstört, der hat ja auch das Leben von Joyce und William gewissermaßen zerstört. Die ackern und ackern und ackern und trotzdem kommt nichts bei rum. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Das ist also die Konsequenz. Einfach nur ein Bild, das hier steht, woran man sich erinnern kann. Max war 13. Chloe war schon 14 und mit 16 Auto. 2 Jahre bis dahin und dann vom Autounfall bis hier heute auch nochmal so in etwa 2 Jahre. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Das ist halt Chloe. Egal wie, das Leben gibt dir immer einen mit. Ob jetzt mit William oder ohne. Chloe, die Meisterschülerin. Aber in beiden Wegen kann sie das nicht wirklich fortgehen. Kann sie nicht wirklich viel daraus machen, weil einerseits William weg und alles verkorkst. Und andererseits hier, ja, was bringen jetzt die guten Noten, wenn sie halt ziemlich am Ende ist? Zeugnis Blackwell Academy, Price, Chloe, Sport, Edward J. 1, Einführung in die Kunst, B, Cole, C. Vielleicht steht das ja für Chloe, eine Chloe mit Nachnamen Cole. Chloe Cowell. Gemeinschaftskunde B. Jackson P. Persönliche Kompetenzen Terry E. Persönliche Gesundheit Ferdinand I. Praktische Mathematik W. Bei den persönlichen Kompetenzen und Wissenschaft B. Ja, heißt mit Vornamen auch M. Also ich wollte sagen Miss Grant, aber Vorname mit M. Noten nicht großartig vorgelesen, aber über eine 1. Alles A. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. No. Even if it wasn't another reality. Blackwell Academy, 8. August 2011. Vor etwas mehr als 2 Jahren. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihnen zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich Ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgebäude von 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden. Bis zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Und glücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Akademie auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen, denn die Zukunft braucht ja Exzellenz. Und Chloe ist exzellent. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miskatonic Institut in Bolton als passendere und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Galanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ja, abschieben ist einfach. Schon mal dran gedacht, dass die Familie umziehen muss und so ein Umzug auch kostet nicht nur Nerven und Zeit, sondern eben auch so ganz nebenbei Geld? Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Director Wells. Tränen sind mittlerweile getrocknet, aber es braucht nur eine klitzekleinigkeit und die sind wieder da. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Despite everything, they're still a happy family again. Schaut mal, da ist blau. Ah, an falscher Stelle. Ach, die drei. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Boards, nur für Skater. Thrift, Flip oder Sturz. Achtung, Pausa, neue Anti-Skater-Gesetze. Oder Sturz. Der Skaterboy Trevor lässt grüßen. Da ist ein Buch, ich will es mir angucken. Würde Chloe da ganz gerne mal hinwollen? Das ist auf jeden Fall nicht Arcadia Bay. At least Chloe doesn't weigh that much. Also ein Waschbär kann schon ganz schön was wiegen. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Der Eimer da hinten, der Behälter gefällt mir gar nicht. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Was wäre besser? Das hier alles oder die Drogen, die sie in einer anderen Zeitlinie nimmt, freiwillig? Auf jeden Fall letzteres. Denn bei letzterem hat man immer noch die Wahl. Bei dieser ganze medizinische Kram auch noch im Zimmer. Klar muss sein, aber der zieht einen doch auch runter. Ja, so eine Packung kann nicht schaden. Um bei Chloe was wegzuwischen. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Könnte ich mir auch sagen beim Life is Strange spielen. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb, a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. Sag das mal Rachel mit dem nicht erbrennen. Ein Funke. Ach, Den Gedankengang gab es bisher auch noch nie, weil zweimal Life is Strange und dann erst zweimal Life is Strange Before the Storm und dann zwischendurch was anderes und dann erst wieder Life is Strange Before the Storm, eher zum dritten Mal Life is Strange. Mit dem Funken. Ach. Nothing but medical supplies. Hm, toll. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Mann, es wird nicht besser. Wie kann man sich beim Schnüffeln noch schlecht fühlen? Also Armband. There's the old Chloe. Hm. Schaut mal, ein ganz teurer Essteller da unten. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Das im Jahr 2013, was dann im Jahr 2022? Müsste ja noch besser funktionieren. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Hm. Dafür ist das Internet auch da, einfach an YouTube. Damit ist YouTube groß geworden. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Hmm. The Black Attic Club. Nur für 21 oder älter. Programm Oktober 2013, Freitag der 11. Black Flag Tribute Band. Black Flag, Billy Talent. Samstag 12, Dorothy Trister. Mittwoch der 16. Low Pants Eyes. Samstag 26. Pissheads. Das hat mir bisher auch noch nichts gesagt, weil, ne? Zweimal Life is Strange, dann zweimal Life is Strange Before the Storm, dann nochmal Life is Strange Before the Storm und jetzt hier ein drittes Mal. Pissheads 2013, eine gewisse Nummer, sehr schön. Skip, sehr schön. Montag, der 28. The Disco Boys. Und an Halloween Groovy Girlies. Pisshead. Kann ich mich nicht mehr an das Detail erinnern. Deswegen bin ich auch gerade so überrascht. Wird aber, denke ich, auch 2013 in einer anderen Aufmachung. Man könnte sagen Matrix. Man sagt Matrix. Da gestanden haben, bin ich mir sehr sicher. Dann wird man aber auch schon bei dem Erstellen dieses Abenteuers den Gedanken gehabt haben, das irgendwie einzubinden. Oder man hat die ganzen Bands halt hier hingeklatscht und hat man sich halt gesagt, welche von den Bands, die wir überall hier und da genannt haben, werden wir denn für Before the Storm nutzen? Letzteres könnte gut sein. That's so cool that Chloe has made friends online. Miss Blue. Hot Wheels Chat. Die auf den heißen Rädern, die leider auf den Rollstuhl angewiesen sind. Willkommen in Hot. Natürlich schreibt man Hot genauso wie Dogman. Hot Wheels Chat. Handybots. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue, was machst du gerade? Der Ignatius oder die Ignatius. Mit dir reden, falsch schreiben. Miss Blue, ohne Witz. Ignatius, ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Oh mein Gott, liebe es, Scott Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich. Du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Und dann hatte wohl die Miss Blue keine Lust mehr. Weil bei der Physio wieder klar wurde, wie wenig sie einfach kann, und dann hatte sie auch keine Lust mehr zu schreiben. Schminke, die aber auf jeden Fall nicht an Tieren getestet wurde. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Ich würde so gerne sehen. Warum geht denn das nicht? Er ist doch beknackt. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Gasmaske optional. Das ist nicht so ernst gemeint, das ist einfach nur ein kleiner Spaß, den sie sich mit der Warnung, mit der Dangerzone da erlauben. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad Max. Bad Max. Super Max. Bad Max. Schön. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. RC und VC. VC, Victoria Chase. Thinking of you. I wonder who this is. Kind of a generic card. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Kuss, Umarmung, Megan. Wisst ihr, was cool wäre, wenn da jetzt statt Megan Steph stehen würde? Klar, damals hatte ich keine Ahnung, wer Steph sein könnte, aber dann wieder mit mehr Wissen. Boah, das ist ja cool. Wie sie wohl drauf ist. Die Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie "Ich hoffe, es geht dir gut" schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unserer Freundschaft im Weg steht. Da stehen ganz andere Sachen im Weg, Max, allein du mit deinem Verhalten. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald, weil ich komme bald vorbei. Weil ich auf diese Schule da gehe, nicht wegen dir, sondern wegen diesem Jefferson. Unter anderem. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Hot Dog Man. Wie Max wohl im Detail drauf war? Jetzt, wo Max aus dem Jahr 2000... Na, was heißt 2013? Ist ja auch gerade 2013. Aber wie Max wohl die letzten Jahre so war, in ihrer besonderen Umgebung, mit Victoria und all den anderen? Bestimmt auch anders. Im Kern zwar immer noch Max, denke ich, aber bestimmt hier und da auch gerne mal anders. Aber das ist halt so eine Sache, welche Einflüsse haben eben welchen Einfluss? Ja, klar. Ach, es wäre halt auch so interessant zu sehen, wie Max die letzten Jahre in dieser Zeitlinie so drauf war, als sie, na nicht die letzten Jahre, sie ist ja erst seit, nehme ich mal an, seit kurzem wieder hier. Und insofern steht sie noch nicht so lange unter dem Einfluss von dem Vortex Club. Aber ja, wir werden ja noch mitbekommen, dass Max hier doch etwas anders drauf ist. Drogen und so. I still can't believe I put Chloe in that chair. Wegen mir, ja, gewissermaßen schon, aber oh nein. Ich hätte mal auf die Uhr gucken sollen, zu Beginn. Snowglobes are taking over. Schneekugeln sind ja auch super. Snowglobes are taking over. Aber eine Schneekugel sticht heraus. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Ich würde jetzt zu gerne sehen, wie Chloe es schüttelt. Das Schneereh. Ist schlecht. Ah, here's the DVD. Das ging schnell. Mir fällt gerade ein. Ja, hier nehme ich. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. In den anderen Zeiten auf jeden Fall immer ins Tagebuch gucken. Offenbar wird es vernachlässigt. 4. September. Auf jeden Fall. 2013. So viel zu tun, wenn ich nur die Zeit anhalten könnte, um all die coolen Sachen zu beachten, die passiert sind, seit ich wieder in Arcadia bin. Blackwell rockt. Das klingt erstmal so gar nicht nach Max. 21. September, Geburtstag. Oh ja, ich bin älter und dank Vic und Nathan auch modischer. Sie überraschen mich mit einem schicken Pork. Pork Pie Hut aus Stroh, verpackt im Furoshiki-Stil. Furoshiki-Stil. Beste Geburtstagsparty aller Zeiten. Und betrunken und betrunkenster. Kann ich schlafen. Max und betrunken. Ich sagte schon zu Bier. 4. Oktober. Liebes Tagebuch. Kennst du mich noch? Zu beschäftigt zum Schreiben. Das kennt Chloe ganz gut. Muss Fotos machen. Muss leben, muss Freunde finden. Sollte mich bei Chloe melden. Aber zuerst Vortex. Die Party beginnt. Das ist einfach nicht Max. Zumindest sollte sie das so nicht sein. Mein Name ist Max Caulfield und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografin werden wollte. Ich habe die Welt immer durch mein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber aus sicherer Entfernung. Ich fühlte mich schon immer mehr zu alten Analogkameras hingezogen, als zu digitaler Technik. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber das Instant-Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verspotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft. Wie? Und jetzt bin ich in die Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe, meine auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich 5 Jahre nicht meldete, zurück. Und es ist so komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18, offiziell erwachsen. Fühle mich aber selten weise oder reif. Ich bin bereit, ein ganz neues Leben mit der Retro-Kamera an meiner Seite zu beginnen. Bitte lächeln. Sie liebt Seattle. Hallo, mein Name ist Max. Arcadia Bay, Oregon. Das ist noch Max hier. Fenster zu unserer Rechten. Ach du Scheiße. Da werden wieder Nachrichten zum Vorschein kommen, wo ich mir sagen werde, das ist nicht Max. Und der Schmetterling da unten, das ist schön. Das ist schön. Wird wirklich schwierig werden, das zu sagen, aber ich würde sagen, wir schauen uns das dann in der nächsten Folge an. Die Nachrichten. Victoria Taylor. Das könnte wieder ganz besonders hart werden. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.